Seid ihr schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Der Sinn des Lebens. Heute freue ich mich wieder auf Ade Schwigmer. Er hat ja ganz tolle Dinge entwickelt für Menschen, die elektrosensibel sind oder wirklich krank werden durch die Strahlung. Und heute sprechen wir unter anderem über Baldachine, weil viele Menschen haben ja auch Schlafstörungen und oft hat es auch damit zu tun und wie das funktioniert, wie die Stoffe sind. Darüber spreche ich mit ihm. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Adesh. Hallo. Schön bist du heute bei uns wieder zu Danke, Gast. Ja. Und ich glaube gerade Schlafstörungen oder Schlafhygiene, möchte ich mal sagen, das betrifft ja so viele Menschen. Und ich glaube, das ist ein Thema, das ja ganz, ganz aktuell ist. Ja, ja, genau. Wenn ich schnell korrigieren darf vom Anfang. Wir haben diese Produkte nicht wirklich selber entwickelt. Ja, okay. Also die Stoffe haben wir nicht selber entwickelt. Mhm. Wir kaufen die Stoffe die meisten ein. Es gibt Stoffe, die wir selber herstellen lassen. Mhm. Aber und auch Baldachine haben wir nicht selber entwickelt, das gibt es schon länger. Okay. Aber wir sind einfach in dieses da eingestiegen, sagen wir es so. Okay, okay. Also du möchtest dich nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Nein, genau, lieber nicht. Nein, nein, genau. Ja, okay. Gut, also wir haben ja die Erfahrungen jetzt mit vielen elektrosensiblen Menschen durch unser Ladengeschäft, wo wir diese Schutzsachen, Schutzkleider, Schutzstoffe verkaufen zum Schutz vor den Funkstrahlen. Und so viele Kunden kommen, die können nicht mehr schlafen, wissen auch von Nachbarn, von Freunden, von Bekannten, schlafen schlecht, nur noch ein paar Stunden, sind überhaupt nicht mehr ausgeruht am Morgen und so weiter. Und wir haben halt, viele Kunden haben dann festgestellt, dass sie in der Nähe eines Sendeturms wohnen oder dass sie in einem Wohnhaus wohnen, in dem noch andere, also ihre Nachbarn, alle ihre WLANs haben. Also wenn man in einem richtigen Hochhaus wohnt, dann zeigt es im Handy 17 WLANs zum Beispiel. Und man wird einfach bestrahlt 24 Stunden am Tag. Und man kann nicht mehr ausweichen. Und eine Möglichkeit ist, dass man sich wenigstens in der Nacht schützt, dass man sich eben so mit einem Baldachin zum Beispiel, ist das eigentlich die einzig wirkliche, richtige Lösung, dass man im Schlaf dann wirklich geschützt ist von den Strahlen. Wir haben immer wieder auch Kunden, die denken, ja, sie hängen einfach einen Vorhang auf, eine Gardine gerade über das Fenster dort, wo vielleicht gerade ein Turm sichtbar ist und so. Und klar, der Stoff würde dann wirklich gerade von dem Turm die Strahlen reflektieren. Das Prinzip von all diesen Stoffen ist ja, dass sie die Strahlen reflektieren. Nicht, dass sie die irgendwie aufnehmen und umwandeln oder irgendwie sowas, sondern die lassen einfach die Strahlen nicht durch. Ganz einfach. Ich zeige das nachher noch, wie das funktioniert. Und wenn man aber so eine Gardine aufhängt, dann ist das entweder vielleicht sogar eine gefährlichere Sache, weil wenn man zum Beispiel vielleicht ein eigenes WLAN hat oder sein Handy benutzt oder die WLANs von Nachbarn genau gegenüber sind, dann kommen diese Strahlen in die Wohnung rein, reflektieren an diesem Vorhang wieder retour. Und dann hat man nachher genau die gleichen Strahlen im eigenen Schlafzimmer oder noch fast noch mehr, also ohne den Vorhang zum Beispiel. Und deshalb empfehlen wir, wenn sich jemand wirklich im Schlaf schützen möchte, dann ein Baldachin ist das Einzige. Es gäbe auch so, wir hätten auch vielleicht Schlafsäcke. Nein, wir haben keine Schlafsäcke, aber es gibt Schlafsäcke. Oder wir haben auch so Bettgarnituren so quasi, die einfach da wie einen Bettüberzug. Das ist eine Seite mit diesem Stoff, auch mit diesem Schutzstoff. Aber der Kopf ist nicht geschützt. Und wenn es heiß ist, wenn man sich abdeckt und so, dann ist halt trotzdem. Und kostet auch 500 Franken. Also wenn man sich wirklich schützen will, dann ist das Beste halt ein Baldachin. Das Prinzip auch noch von so einem Baldachin ist, man muss auch darauf achten, dass
wenn nur die geringste Gefahr besteht, dass Strahlen auch von unten kommen, dass man so eine Baldachin-Unterlage darunter, unter das Bett legt. Weil auch, gut, man hat vielfach einfach von unten her von anderen Nachbarn Strahlen, die hochkommen. Aber es gibt auch Fälle, wo Strahlen reflektieren, hochreflektieren. Das war bei mir zu Hause zum Beispiel. Ich habe in meinem Schlafzimmer, wo ich auch meditiere, habe ich einen. Ich meditiere genau gegenüber von einem Sendeturm, der ist 100 Meter weg. Und ich habe da einen Baldachin aufgehängt, dass ich wenigstens in der Meditation geschützt bin, die 3/4 Stunden am Morgen. Und habe aber selber im Haus natürlich absolut alles verkabelt, kein WLAN mehr, alles ein Fixed-Festtelefon, Computer ist auch mit Kabel, Internet und so weiter. Also bei uns zu Hause ist nichts, weil meine Frau würde das ja nicht aushalten. Und ich habe dann gedacht, ich brauche keine Unterlage, kommt ja nichts von unten. Habe den Baldachin aufgehängt, habe gemessen und war nicht zufrieden. Da war noch was da. Das kann doch nicht sein. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was könnte das sein? Und dann habe ich gemerkt, ja, der Sendeturm, der strahlt ja trotzdem noch in unser Wohnzimmer unten und wahrscheinlich reflektieren die hoch. Okay. Dann habe ich die Unterlage darunter gelegt und so, dann war es weg. Also eben, also auch wenn man, nur wenn man gerade ebenerdig wohnen würde, dann braucht es das nicht. Aber sobald ein Hohlraum unten ist und ein Sendeturm irgendwo in der Nähe, dann ist zu empfehlen, auch noch eine Unterlage darunter zu nehmen. Und der Baldachin muss dann rundherum aufliegen. Das ist wichtig. Man kann nicht einfach unter die Matratze schieben, also, oder stecken. Und dann, es darf keine Lücke haben zwischen Bett und dem Baldachinstoff, weil das kommt dann doch von unten rein. Und das geht natürlich dann nicht mehr raus. Ja, dann gibt es einen Strahlenchaos im Baldachin drinnen. Ja, eigentlich wie so ein faradäischer Käfig. Ja, ist so theoretisch, ja. Wir sagen den lieber nicht so, weil ein faradäischer Käfig ist sehr technisch. Ja. Aber es ist denn wirklich rundherum geschützt. Ja. Was ich auch noch erwähnen möchte, wir haben dann auch immer wieder Kunden, die testen dann ihren Baldachin mit dem Handy. Und das funktioniert nicht. Also wie mit dem Handy mit kann man da testen? Dann, die meinen dann, im Baldachin dürfte das Handy keinen Empfang haben. Ja, okay. Aber das ist halt leider nicht so. Es hat doch noch Empfang im Baldachin. Außer es ist schlechter Empfang, dann vielleicht nicht mehr. Aber das Problem ist das, dass die Handys, wenn die schlechten Empfang haben, und das haben sie ja dann da drin, in dem Baldachin. Strahlen sie mehr. Ja, genau. Ja. Die erhöhen ihre Empfangsleistung um ein Vielfaches. Und die saugen dann diese Strahlen richtig in den Baldachin rein. Und deshalb, man kann keine Schutzstoffe, was immer es ist, mit einem Handy messen. Das ist unmöglich. Nur mit einem Messgerät. Man kann es dann umgekehrt machen. Man hat das Handy draußen, innen das Messgerät. Und dann kann man genau sehen, wie wenig Strahlen kommen rein. Und dann hat man ein richtiges Bild. Mhm. Wie jetzt hier zum Beispiel. Also ich habe hier ein Messgerät. Das ist ganz ein einfaches Messgerät. Mit dem kann man einfach die hochfrequenten Strahlen messen. WLAN, Bluetooth, Sendetürme, Handys und so weiter und so fort. Bluetooth, gut, diese Mikrofone, die wir hier haben, das ist Bluetooth. Und Bluetooth, das, wenn man das hören würde, das würde so klingen. Schalte jetzt den Ton lieber wieder ab. Ja, gern. Aber so klingen auch Sendetürme, WLANs und so weiter. Also hat jedes einen anderen Ton. Das ist noch gut, mit dem Messgerät kann man auch die Quelle unterscheiden. Zum Beispiel ein WLAN, das knattert so. Und ein Sendeturm, der pfeift so hoch und so weiter. Und die Handys, die knattern und machen einen riesen Lärm. Und das ist immer sehr eindrücklich. Gut, jetzt hier haben wir 10.000 Millivolt pro Quadratmeter. Jetzt, wenn ich diesen Baldachin, das ist der eine Baldachinstoff, das ist ein Swissshield-Stoff, das ist Swissshield Ultima, das ist aus Baumwolle und der Schutzfaktor ist der Kupfer da drinnen und da sieht man, das geht dann nur noch ins Grüne, manchmal sogar, also ein bisschen ins Orange, manchmal sogar ins Grüne runter und das Orange, das sind nur noch, wie viel? Orange ist nur noch 10. Das heißt, es ist 10.000 mal weniger Strahlen in diesem Stoff drinnen. Und
Dieser Stoff, aus dem machen wir auch Baldachine, das ist aber Polyester und Silber. Der schützt mehr. Das sieht man hier. Hier geht es dann wirklich ins Grüne. Gut, der Nachteil von diesem Stoff, er ist halt aus Polyester. Viele sensible Menschen, die sind dann auch sensibel nicht nur auf Strahlen, sondern auch auf Gerüche, Materialien und so weiter. Und deshalb haben wir nicht nur, man würde ja meinen, man müsse nur diesen Stoff haben aus Polyester und Silber, weil der ja mehr schützt. Mhm. Aber weil es Polyester ist. Also viele Kunden möchten kein Polyester, das begreife ich auch. Und deshalb haben wir diese Baumwollbaldachine. Es ist so, wenn man nicht wirklich gerade 10 Meter vor dem Fenster einen Baldachin hat, einen Sendeturm hat, dann nützt der noch lange. Also der nützt total gut. Das ist kein Problem. Ja. Für hochsensible Menschen, die wirklich ganz hohe Strahlen haben und auch nichts, keinen Funken mehr ertragen, da empfehlen wir dann eher diesen, den nennen wir Silbernetz, diesen Polyester mit Silberbaldachin. Ja. Aber gerade für die Bekleidung finde ich diesen, du hast ja gesagt, dein Hemd. Genau, mein Hemd ist aus dem gleichen Stoff. Ja, und das sieht wirklich aus wie so ein Leinenstoff. Also es ist ein bisschen wie Leinenstoff. Man kann es nicht so bügeln, deshalb ist das ein bisschen rumpfelig hier. Wie Leinen halt. Aber es ist halt wie Leinen, genau. Jetzt, ich finde das wirklich sehr interessant, weil wenn ich zum Beispiel in einem Wohnhaus lebe und dann die unteren Parteien eben das WLAN nicht abschalten, zum Beispiel über Nacht oder einfach so, dann habe ich sicher weniger Strahlen, wenn ich es bei mir abschalte, aber trotzdem noch so, dass man eigentlich Schutz bräuchte. Oder ist das? Ja, schon so. Ja. Oder man gibt dann, und man muss sehen, der Körper ist eigentlich 24 Stunden unter Stress. Ja. Die Strahlen, die existieren, die sind einfach da und ist für den Körper etwas Unnatürliches. Der Körper besteht ja, funktioniert ja eigentlich mit Strom. Die Nerven und alles, Hirnströme, das funktioniert eigentlich mit Strom. Und diese künstlichen Einflüsse durch diese künstlichen Funk, das stört eigentlich auch dieses ganze Strom, dieses System, dieses Stromsystem im Körper stört das auch. Ja. Und deshalb sind Menschen auch unsicherer, sie sind nervöser, man sieht das auch im Verkehr und so weiter. Also das hat unglaublich Einfluss. Das Problem ist, dass es betrifft alle Leute, und wenn der ganze Level so quasi steigt von Krankheiten, von Nervössein, von Unruhe, dann wird das normal. Ja, das stimmt. Ja. Und erst, wenn man das eliminiert, dann merkt man, meine Güte. Ich war jetzt bei einem Kollegen, der ist da sehr energetisch veranlagt und hat nicht an die Sachen geglaubt. Er hat vieles Harmonisierung und hin und her. Und mit ihm machen wir jetzt ein Projekt. Und da habe ich ihm einen Baldachin aufgehängt in einem Restaurant. Und da hat Strahlen ganz natürliche WLAN und alles Mögliche. Da geht es praktisch ins Rote da. Und dann habe ich den Baldachin aufgehängt und habe gesagt, so, jetzt komm mal rein. Dann ist er dran. Boah, da drin ist total ruhig gewesen. Es war kein Lärm sonst. Ja. Sondern einfach die Stille. Ja. Es ist eine unglaubliche Stille. Wir haben so viele Kunden, die gehen in den Baldachin, liegen 10 Minuten im Baldachin. Alles entspannt sich. Alles ist, so eine Stille auf einmal. Man ist sich dem gar nicht mehr bewusst. Ja. Und wenn man jetzt den Körper wenigstens in der Nacht, die 8 Stunden, wenn man den Körper von diesen Strahlen mal schützen kann, dann kann er sich erholen, wieder besser und wieder wie ein bisschen so zu sich selber finden, auf eine Art und Weise. Ja, eigentlich ist es sowieso ein Wunderwerk, wie unser Körper mit all den Einflüssen, denen wir sonst noch ausgesetzt sind, überhaupt immer wieder zurechtkommt. Ja. Aber ich glaube noch vor vielen Jahren waren es sehr vereinzelte Menschen, also habe ich so wahrgenommen. Und heute gibt es doch viel, viel mehr Menschen, die da elektrosensibel sind. Oder wie nimmst du das wahr? Ja, ist so, oder? Gut, hochelektrosensible Menschen, die gibt es schon lange. Okay. Aber richtig schlimm wurde es dann mit dem Aufschalten vom 4G. Mhm.
Meine Frau hat bis 3G noch nicht viel gespürt. Aber bei 4G, vom Datum her wissen wir es, 2014, 15 wurde das aufgeschaltet. Da hat es dann begonnen mit dem Problem. Und da wurden auch die WLANs, jeder hat ein Smartphone. Die ganze Strahlensituation hat sich um ein Vielfaches erhöht. Ja. Und deshalb, früher, da gab es ja keine Handys, gab es kaum was. Das war ein Radar, das war Radio. Und das hat nur wirklich, da war es wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil von Menschen, die damals das schon gespürt haben und Probleme. Aber die richtigen Probleme, die haben erst jetzt vor 10 Jahren richtig angefangen. Ja, und vielleicht vielen Menschen ist es nicht einmal bewusst, was denn bei deiner Frau so, sie hat ja Symptome entwickelt, hast du in der anderen Sendung erzählt. Mhm. War es da denn von Anfang an klar, dass das mit der Elektrosensibilität zu tun hat? Nein, überhaupt nicht. Ja. Sie ist 2 Jahre lang zu verschiedenen Ärzten. Mhm. Vor allem ein Arzt war da ein richtiger Mediziner, aber er hat auch Anthroposophie studiert. Und bei ihm war sie dann viele Male, hat auch alles Mögliche ausprobiert. Es hat nichts genutzt. Sie war 2-mal im Notfall, weil gemeint haben, sie hätte Angina pectoris, weil das Herz nicht mehr richtig ging. Und der Arzt dann, der hat uns dann gesagt, er wisse nicht mehr weiter. Wir sollen mal den Elektrosmog messen zu Hause. Hat uns sein eigenes Messgerät mitgegeben. Und dann haben wir es dann rausgefunden. Ja. Und so, und plus noch, was auch viele, viele Kunden von uns erfahren, wir waren dann in den Ferien in Griechenland. Wir gehen jedes Jahr mit unserer Meditationsgruppe in so Ferien, Weihnachtsferien so quasi. Ja. Und da waren wir in einem Hotel, das hatte so Bungalows, so Häuschen. Mhm. Und in unserem Häuschen, da war kein WLAN. Und da war auch niemand rundherum, der ein Handy hatte, weil wir waren ganz für uns allein. Und von einem Tag auf den anderen war sie ein anderer Mensch. Mhm. Sie war völlig gesund, hatte Energie und Lebensfreude und war unglaublich, unglaublich. Kaum waren wir zu Hause, war alles wieder weg, alles zusammengebrochen. Und da wussten wir es. Wir hatten schon vorher das mit dem Elektrosmog geahnt oder der Arzt hatte das vorher schon gegeben. Und wir haben dann zu Hause schon alles verkabelt gehabt. Aber das war dann wirklich der Augenöffner. Da wussten wir, es ist hundertprozentig der Elektrosmog. Ja. Und was würdest du den Menschen raten, die jetzt einfach unsicher sind, weil es gibt ja auch noch andere Störungen, die vielleicht gleiche Symptome produzieren, dass man einfach mal auch die Belastung bei sich zu Hause misst, oder? Ja, das wäre das eigentlich am naheliegendsten. Ja. Oder dann weiß man, woran man ist. Ja. Ist so, oder? Es gibt auch, das war bei uns der Fall, weil auch Menschen, die sich sehr bewusst sind, dass kein Handy mehr brauchen oder das Handy nur noch im Notfall brauchen, dass alles verkabelt haben, den Computer zum Internet. Man kann heute alles verkabeln, man kann sogar das WhatsApp und Viber, diese Apps kann man im PC installieren und dann kann man über den Computer das kommunizieren, man braucht das Handy nicht, wirklich. Telefonieren kann man sowieso mit einem Festtelefon. Ja. Und gut, eben, solche Menschen, die dann alles verkabeln, wenn sie dann vielleicht irgendetwas Neues kaufen, ein neues Gerät. Man weiß nie, ob die heutzutage strahlt, fast alles. Weil wir haben gehört, dass auch elektrische Komponenten innerhalb von Geräten nicht mehr mit Kabel verbunden werden, sondern mit Funk. Ah. Ganz wenig. Und dann strahlt das Ding. Auch etwas, das gar nicht zum Strahlen konzipiert ist. Ah, das habe ich ja nicht unglaublich. Gewusst. Ja, das haben wir gehört. Und zu Hause, als wir alles verkabelt hatten, haben wir auch gedacht, so, jetzt haben wir Ruhe. Dann ging ich mit dem Messgerät rum und da war ein WLAN. Das hat geknattert. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Dann bin ich überall rum. Dann war es der Drucker. Ach, der Drucker hatte von Standard Einstellung ein WLAN an. Das hat jeder. Jeder, der einen Drucker kauft, der muss zuerst beim Menü schauen, wie kann er das WLAN ausmachen. Sonst strahlt das einfach von Natur aus. Wenn man ein neues Handy hat, dann hat es Bluetooth drin, dann hat es den GPS drin. X Sachen, die man nie braucht.
Das strahlt einfach. Auch wenn man den Flugmodus reinmacht, das Bluetooth ist trotzdem noch an. Ah, okay. Und das weiß man nicht. Ja. Die Menschen werden bestrahlt. Wie wenn, ja, ist komisch, oder? Eigentlich die Hersteller müssten das so machen, dass man das extra noch anmachen muss, wenn man es will. Ja, ja. Aber die verdienen ja nichts dran, wenn sich die Leute bestrahlen, ohne dass sie es wissen. Ich verstehe es nicht, aber ja nun. Okay. Also aber, dann ist, wenn man im Flugmodus, das war für mich jetzt auch ein, ist auch ein, etwas, das ich nicht wusste, der Flugmodus, der strahlt genau gleich, oder? Nein, ist so, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Aber ja. Es gibt, darf keine Marke, ich sage jetzt keine Marke, aber ja. Es gibt sehr verbreitete Handys, neuerdings, sogar wenn man sie ganz ausschaltet, strahlen sie weiter. Ah, tatsächlich? Tatsächlich, damit man sie orten kann. Okay. Wir haben deshalb in unserem Laden so eine Hülle, wir haben so Handyhüllen. Mhm. Wenn man das Handy da reinstellt, kommt keine Daten mehr durch, fertig. Da kommt nichts mehr. Und die Kunden, die kommen, die müssen alle ihre Handys in so eine Tasche stecken. Okay. Auch weil wir haben draußen so eine Tafel, bitte Handy ausmachen, ausschalten, vollständig ausschalten, wenn es geht, nützt nichts mehr bei diesen neuen, mhm. bei diesen neuen Smartphones. Die strahlen genau gleich ja, weiter. Ja, das ist auch noch eine das wichtige ist Information, eben, ja. weil ja, ja. ganz viele Menschen, ich habe auch gedacht, Flugmodus ist okay, das strahlt nichts. Ja, ja, eben nicht mehr. Das ist leider halt so. Ja, ja, dann... Also wir hätten, ich hätte noch ein Video ja. mit Ueli Weiner, der ist da, das ist in unserem Geschäft mhm. und der Ueli Weiner ist ganz hoch elektrosensibel, er war als Kind, war sein Vater war ein Funker und die haben da gefunkt, ja. alles ausprobiert ja. Ja. und deshalb wurde er dann elektrosensibel. War hohe Strahlung ausgesetzt. Ja, 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 genau. Und wir kennen noch jemanden, dass genau das Gleiche passiert. Ja. Und er ist aber am schlimmsten dran. Er lebt im Schwarzwald in einem Wohnwagen und muss immer wieder umziehen, weil auf einmal kommt wieder irgendein Sendeturm oder sogar ein Radioturm. Auch die Radiostrahlen okay. kann er nicht ertragen. Und viele, man kennt ihn unter der... Ja. Okay, dann schauen wir uns doch das genau, an. Ja. Er hat uns schnell dir vorgeführt. So. So, jetzt schauen wir uns noch die Baldachine von WaveSafe an. Und da sehen wir schon ein sehr großes Exemplar, einen Kastenbaldachin für ein Doppelbett. Und die Montage ist ganz einfach, zum Beispiel mit einem Spannstange, sag ich mal, die man von Boden bis zur Decke spannt und dann hier den Baldachin befestigt. Alternativ, die klassische Alternative ist natürlich der Haken in der Decke, aber nicht in jeder Decke und nicht in jeder Mietswohnung ist das erlaubt. Den gibt es in zwei Größen auch, eben hier das Doppelbett, aber eben auch als Einzelbett. Und was vielleicht noch wichtig ist für die Baldachin-Benutzer unter uns, wenn ihr drunter noch einen anderen Raum habt, sei es einen Kellerraum oder ein anderes Stockwerk, dann braucht ihr immer eine Bodenmatte dazu. Das ist allgemeingültig, egal welchen Stoff ihr verwendet. Wir sehen hier einen Sys-Shield-Stoff und hier rüben sehen wir jetzt einen Silberstoff, der jetzt ein Einzelbett hat. Und dieser Baldachin, das ist ein Baldachin in Pyramidenform. Das heißt, er hat oben einen Haken, wo man ihn befestigen kann, sowohl an der Decke als auch hier an so einem Ständer. Den könnt ihr praktisch überall aufstellen. Ich sage mal, im Zweifelsfall auch mit in ein Hotel nehmen, wenn ihr unterwegs seid. Aber wenn ihr in einem Hotel sowas benutzt, ist es auch wichtig, dass ihr immer eine Bodenmatte mit dabei habt. Gibt es auch in zwei Größen. Ihr findet das passend. Und wer keinen passenden ab der Stange findet, der hat die Möglichkeit, nach Maß sich einen anfertigen zu lassen. Es gibt die eben auch nach Auftragswunsch, nach Kundenwunsch, nach eurem Wunsch, für eure Bedürfnisse. Manche haben bei den großen Baldachinen auch noch Platz für Kinderbetten. Es gibt so viele Möglichkeiten, was noch alles mit drunter muss. Vielleicht muss noch der Korb vom Hund mit drunter. Es gibt so viele Bedürfnisse und man kann die Baldachine nach Maß machen. Gut, und jetzt zum Abschluss möchte ich euch noch einen technischen Versuch zeigen. Und zwar den 5G ESMOX-Spion habe ich jetzt mal dabei. Wir hören jetzt, ja, mal kurz aus, wir hören ein ganzes Mix jetzt aus Mobilfunk und auch ein bisschen WLAN. Das ist so normal, was ihr in euren Haushalten auch habt. Vielleicht noch stärker, aber auch diesen Mix aus verschiedensten Funkdiensten. Und den lege ich jetzt mal drunter. Da dominiert jetzt der WLAN vom Nachbarn.
Und jetzt machen wir mal zu. Da merkt ihr schon, es wird jetzt immer leiser. Und wenn es richtig zu ist, ist der Ton nahezu weg. Und jetzt ist er ganz weg. Ja, sehr eindrücklich, ja. Die Zeit ist jetzt schon um, ja, aber wir freuen uns auf nächste Sendungen mit dir, weil es ist so ein umfassendes Thema und ich habe auch noch so viele Fragen, die ich dir zum Glück in den nächsten Sendungen stellen darf. Vielen Dank für diese wirklich wichtigen Informationen. Schön, dass du bei uns, Adesh. Danke, ja. Okay. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für mich war auch wieder viel Neues dabei, obwohl ich mich mit dieser Thematik auch schon befasst habe. Und ich denke, es ist ganz wichtig für uns alle, dass wir ohne Angst, aber doch mit dem Bewusstsein, was wir unserem Körper alles zumuten, vielleicht gewisse Dinge ändern. Schön waren Sie dabei, bleiben Sie gesund, auf Wiedersehen.